Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Clash of Champion Orakels. Das Ganze findet natürlich wieder in WWE 2K18 statt und wie ihr seht, haben wir das Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura und Randy Orton, und Special Guest Referee ist der gute alte Shane McMahon. Special Referees kann man in diesem Spiel nicht einstellen. Es wurde schon mal von einem Zuschauer behauptet, doch klar, das geht, es geht nicht. Ich habe es in diversen Internetforen nachgelesen, gebt einfach ein Special Referee WWE 2K18, es geht nicht. Also hat einer rumgetrollt, aber damit Shane Wings im Match dabei ist, habe ich mich dazu entschlossen, dass er ja Manager von Shinsuke Nakamura und Randy Orton wird. Ich hoffe nicht, dass er so übertrieben das Match eingreifen wird, aber es ist doch wenigstens schön, wenn wir den guten alten Shane dann in dem Match Wings dabei haben. Der Sinn von diesem Match ist, wenn Kevin Owens und Sami Zayn das Match verlieren, dann sind sie raus. Dann sind sie nicht nur bei SmackDown raus, dann sind sie komplett aus der WWE raus. Und ich glaube einfach nicht, dass das passiert. Also, ja, sind sowieso nicht raus. Also sie haben ja Vertrag mit der WWE, das muss man dazu sagen. Aber ich kann es mir auch von der Storyline nicht vorstellen, dass man sie aus der WWE ja rauswerfen wird. Wäre aber natürlich eine deutliche Überraschung, wenn dann Randy Orton und Shinsuke Nakamura das Match dann doch gewinnen sollten und die beiden dann irgendwie so als Outlaws dann irgendwie auftreten und dann irgendwie bei Raw und SmackDown versuchen stumm zu machen, indem sie durchs Publikum dann da reinkommen. Also das hätte auf jeden Fall schon was. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die WWE so etwas bringen wird. Da wird schon das eine oder andere Ablenkungsmanöver stattfinden. Shane McMahon wird da wahrscheinlich eine Rolle bei spielen. Wahrscheinlich kriegt er sogar den RKO von Randy Orton ab. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es eigentlich doch der perfekte Zeitpunkt für einen Heel-Turn von Randy Orton. Naja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie dieses Match ausgehen wird. Wir sehen auf jeden Fall jetzt erstmal den guten alten Shinsuke Nakamura. Und Shane McMahon ist schon daneben an seiner Seite und wartet auch nur darauf, dass das Match losgehen wird. Ich habe ja schon mal kritisiert, glaube ich, beim letzten Orakel, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass man Shinsuke Nakamura hier auf dem Weg zum Ring so gut sieht. Denn dieses Blinken ist viel zu kurz, weil normalerweise sieht man ja die Sachen, die er jetzt gerade macht, eben nur mit diesem ganz schnellen Blinklicht. Und da sieht das einfach hammergeil aus, aber hier, der ist zu gut beleuchtet. Und deswegen, der Entrance von Shinsuke Nakamura ist in diesem Spiel absolut nicht cool, aber wir lassen ihn trotzdem zu Ende laufen. Shane McMahon steht schon da und begrüßt die Fans. Hat auf jeden Fall coole Schuhe an, der gute alte Mann. Wir hier den Shinsuke fahren. Wo geht er denn jetzt hin? Was hat Shane denn vor? Ah, er geht doch wieder vorne. Hat wahrscheinlich irgendwie seine Autoschlüssel verloren. Ich weiß es nicht. Ganz schön unruhig da hinten. Das soll auch an ihm vorbeigehen. Wie er möchte. Keine Ahnung. Also wenn ich darüber nachdenke, wäre es natürlich eine Möglichkeit. Weil es rechnet ja jetzt jeder damit eigentlich, dass Kevin Owens und Sami Zayn das Match sowieso nicht verlieren werden. Und daher wäre es schon eine Überraschung, wenn die beiden dann hier als Verlierer aus dem Match gehen. Ist ja immerhin nicht so unwahrscheinlich. Ein Shinsuke Nakamura und Randy Orton, die können die verarbeiten die oder die vernaschen die zum Frühstück. Da dürfen gespannt sein. Wird auf jeden Fall ein interessantes Match. Für mich sogar wirklich das interessanteste Match vom ganzen Pay-Per-View. Ich habe wirklich immer totale Probleme, mich mit den Pay-Per-Views anzufreunden, die von SmackDown sind. Meistens ist da wirklich immer nur ein Match dabei, was ich wirklich abfeiere. Und bei den anderen denke ich mir, ja, hättest du eigentlich pennen können. Weil ich werde den Pay-Per-View auf jeden Fall live schauen. Aber werde mir dann hinterher sowieso denken, wärst du mal ins Bett gegangen, hättest den Wecker gestellt, dass du nur das Match anschaust oder so. Und das hätte gereicht. Aber irgendwie tue ich es dann doch nicht. Weil irgendwie finde ich schon nett, diese Pay-Per-View-Serie, die ich aktuell habe. So, Shinsuke, jetzt nochmal hier sein abschließende Pose. Boah, ey, und ich muss das mal ausbilden, ob ich auch mich so auf den Boden legen kann. Ich wette, dann ist meine Wirbelsäule durch. So. Und damit ist das Gewitter beendet. Die Fans singen nur noch. Und wir warten fast auf die Viper Randy
Orton. Ich kann es mir sogar wirklich vorstellen. Shane und Randy Orton kommen sich irgendwie in die Quere. Das wäre nicht das erste Mal, wenn Shane Special Guest Referee ist, dass er sich mit irgendeinem in die Wolle bekommt. Ist ja schon Tradition fast. Genauso wie es Tradition ist, wenn Shane bei Hell in a Cell irgendwie von oben vom Käfig runterhüpft und ja, den Gegner nicht auf den Tisch erwischt. Ja, gehört einfach dazu. So, also Nakamura hat auf jeden Fall eins der längsten Entrants, die es hier wahrscheinlich im Spiel gibt. Aber jetzt kommt er. Die Viper, The Viper Randy Orton. Da ist er. Schade, dass er hier noch nicht seine neue Haarfrisur. Ich finde die neue Haarfrisur von Randy Orton ganz cool. Ich fand so diese Glatze, war langsam mal generell, muss mal was getan werden. Ich lasse mir jetzt auch die Haare so schneiden wie Randy Orton. Weil kann ich eigentlich selber, muss ich einfach nur die Seiten wegrasieren und dann oben ein bisschen Haar. Und dann so ein Vollbart dazu, ich glaube, das wird mir nicht stehen. So Tattoos, die male ich mir so mit Lippenstift an den Arm. Wir kriegen alles hin, ne? So. Mann, was... daran merke ich immer. Wenn ich Randy Orton sehe, merke ich auch mal, wie alt ich geworden bin. Ich weiß noch, wer der damals so ein Jungspund war. Ich habe letztens noch ein Match gesehen aus seiner Anfangszeit, was ich sogar damals auch gesehen habe. Alter Schwede, wie jung der da aussah. Und vor allem noch, wie dünn der im Gesicht aussah. Aber das ist für mich dann auch mal ein gutes Zeichen, wenn ich sehe, im Alter, was zum Beispiel Randy Orton und John Cena, was sie für ein Gesicht bekommen, so eine Fülle, dann brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Dann ist das bei mir auch völlig normal, dass ich so ein fülliges Gesicht habe. Naja, anderes Thema. Ich würde sagen, Randy Orton ist da. Wir steuern auf jeden Fall im Match Kevin Owens und Sami Zayn. Und ja, legen mal los mit dem ganzen Spiel. Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura. Und da ist mal der erste Move. Und das mit den Seilen ist immer so geil, wie die das nach unten. Als wäre das so ein Boomy-Twist hier. So. Ups, falsche Richtung gehauen. Ja, den wollte ich angeben. Ah, warum verlasse ich... Ach, Mann. Lass ich mich ablenken hier von so einem Quatsch hier. Ah, das war zu spät. Shinsuke Nakamura. Das ist der Reversal. Jawohl. Und raus mit ihm hier. But these two seem to make it work. Was ist los? I think what everyone should look for in this one is his team to achieve victory by taking an error his opponents make and capitalizing on it as much as possible. Ab in. Ah, oh, verdammt. Das war nicht gut. Und jetzt kommt Randy Orton, kommt er? Ne? Machen wir das Ganze eben nochmal. So, jetzt aber. Kevin Owens ist im Ring. Und ja, dann gibt's Nakamura direkt mal an den Kragen. Er hat keine Chance hier. Ah, Mann, Alter. Was macht er da? Ja, komm, dann machen wir es dann doch so. Ja, super. Geht erstmal voll schief, verdammt. Fail. Botchermania. Botch. Oh, verdammt. Ja, Nakamura dreht jetzt auf. Kannst du dir vorstellen, dass das hier wirklich das längste Match vom ganzen Orakel wird? Also aktuell stehen immer noch 5 Matches fest. Wir haben jetzt mittlerweile 1.56 Uhr. SmackDown geht in 4 Minuten los. Deswegen werde ich auch gleich nach dem Match die Aufnahmen beenden. Dann werde ich die weiteren Matches dann, sobald SmackDown rum ist, aufnehmen. Beziehungsweise dann im morgigen Verlauf. Ja, was ist los, Shane McMahon? Hast du das gesehen? Dein Hyopai ist hier. Was macht der? Spuckt er den an oder beschimpft er den? Weiß ich nicht. Oh, da ist der Reversal. Ist bei 45%? Randy Orton hat hauptsächlich schon mal 54. Mann. Und da schmeißt er uns aus dem Ring raus. Oh, jetzt liegt er aber los hier, Randy. Wer will's wissen?
Oh, verdammt, es war zu früh. Kevin Owens may be in a bad way here. Headed into this match, he and his partner looked extremely confident. And he's been gambling quite a bit tonight. There's plenty of reward that goes along with being outside the ring as much as he has been. But there's a ton of potential risk. Nicht, dass hier ausgezählt wird. Nein! Verdammt, zu früh! Aber das ist doch der Reversal von uns. Und Randy Orton kann nichts machen. Er hat keinen Reversal gerade. Das müssen wir ausnutzen. Dann gibt es mal einen Aufgabegriff hier. It's no secret that... Look at the torque! There's no escape from the camel clutch! Battling to get the upper hand. Er wird wohl kaum im Camel Clutch aufgeben. Ah, da ist er jetzt. Dann doch der halbe Reversal. Und er versucht den Pin. Aber das war ja wohl nicht sein Ernst, Randy Orton. Oh, wir haben Signature, sicher jetzt erst. Oh nein, Mann! Randy Orton hat ihn. Randy Orton wird gerade ziemlich angefeuert von den Fans. Nein, Mann! Nice job by Randy Orton there. Oh nein! Oh, da ist der Signature. Oh, Orton dreht jetzt auf. Nein, Mann! This is not the time to be a hero. To keep this match from shoulders down, is it enough? Oh, da war fast das Ende. Und da treffen wir noch den Ringrichter. Desperately needs to make a tag here. I don't know, it's gonna be tough to make it to the corner. Oh, verdammt. Nein, Mann, Nakamura ist im Ring. Oh, he needed that in the worst way, Michael. This does not look good for Kevin Owens. Jawohl, der war wichtig. He's not looking good. Oh, Nakamura. No, he's got to get up, and he's got to get up now. Nein, Mann. He misses on that one. Were his eyes even open? Ich bin froh, dass Shane sich gerade noch raushält aus dem Match. Weil wenn wir an das andere Orakel denken, wo einfach mal hier Waffen reingeschoben wurden, das war nicht so schön. Oh, und das sieht gut aus. Ich komme mit Sami Zayn viel besser klar als mit Randy Orton. Mit Kevin Owens. Man kann natürlich auch daran liegen, dass Randy Orton irgendwie ein anderes Kaliber ist als Shinsuke Nakamura. Und der nächste Reversal ist da. Und sieht gut aus. 100%. So. Und Shinsuke Nakamura. Und Helluva Kick. Und der Pin-Versuch. Nein, Mann. Komm, probieren wir es nochmal. Ah, Mann, Shinsuke Nakamura kommt raus. Hat jetzt aber leider auch ein Signature. Ich glaube, wenn wir den jetzt mit Kevin Owens bearbeiten, dann haut er uns gleich voll raus. Ah, da ist der Reversal, Mann. Jawohl. Oh, man, what a hit. Knocked right off the apron. Oh, the reversal by Shinsuke Nakamura. Ah, verdammt, ich hab mich gerade vertan, ich Idiot. Oh, da hat mir Owens jetzt mega geholfen. Oh. Ich freue mein Hund nicht, dass der Ding, was ich hier Geräusche wieder mache. Ich bin da gerade nicht raus. Und dann lässt er sich feuern. Er hat was vor, der Shinsuke. Nein, Mann. Da ist der Signature. Den hätten wir sogar noch mal reversen können. Ah. Shinsuke Nakamura. Wow, I'm just
Das sieht nicht gut aus hier mit Kevin Owens. Zu früh wieder. Ich flipp aus. Wieso können wir das eigentlich nicht reverseln? Das ist doch doof. Jawohl. Wenigstens mal reversed. Und KO, jawohl. Und jetzt haben wir. Ah, da kommt Randy Orton. Nein, Mann. Verdammt. Oh, Orton ist auf jeden Fall over bei den Fans hier. Shit, Mann, nein. Platz wurde bei Kevin Owens. Alter, da bis der Kevin Owens mal kommt, muss ich das selber regeln hier. Das war eine heftige Platzwunde. Nein, Mann, schon wieder zu spät. Oh, ey. Du bist hier jedes Mal. Oh nein. Nein, zu früh. Orton dreht auf. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Sami Zayn ist ausgeschaltet. Alter Schwede. Zu früh wieder. Meine Güte. Oh, Alter. There goes KO with the mind games. Und bitte, sitz. Jawohl. We're seeing the same move being used. Check out Kevin Owens. Wir müssen mal draußen ein bisschen nachsetzen. Toll, der Signature ist weg. Nein! Jawohl. Na komm, probieren wir's. Und das sieht gut aus. Und Randy Orton kommt nochmal raus, das gibt's ja nicht. Und jetzt haben wir aber. Nein! Jetzt haben wir die Chance, das Ganze hier zu beenden. Nakamura ist immer noch ausgeschaltet. Oh komm, ein Luger Kick. Der sitzt, der sitzt. Ist das die Entscheidung? Eins, zwei, drei. Und weil Shinsuke Nakamura zwei oder dreimal gegen Shane McMahon gelaufen ist, entscheidet Sami Zayn dieses Match. Das war echt gut. Das war wieder die KI in WWE 2K18. Heute läuft's bei mir. Alle Matches gewonnen. Wenn ich an das erste Orakel denke, wie viel da schief gegangen ist. Aber das war eigentlich mal ein interessantes Match. Auch wenn ich mit Kevin Owens überhaupt nicht überzeugt habe. Also Sami Zayn liegt mir da deutlich besser. Jetzt sehen wir nochmal, was wir mit Owens alles einstecken mussten. So, und da der zweite AKO des Abends. So, und da sehen wir es. Die zwei bleiben Teil von SmackDown und nerven weiterhin die Leute. Wenn euch das Match gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr denkt, wer dieses Match gewinnen wird. Kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Link dazu unter der Videobeschreibung, wo ihr auch meine Social-Media-Accounts verlinkt findet. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort registriert seid und mir mal ein Follow oder ein Like lassen könntet. Wenn ihr jetzt erstmal hier wart, jeden Tag ein 12 gibt es eine neue Folge der WWE 2K18-Karriere. Ab Januar wird das Ganze der Universe-Mode, wo aber die Karriere mit übernommen wird. Um 17 Uhr gibt es momentan täglich mein Weihnachtsspecial, das Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnier. Also sollt ihr Lust auf WWE haben, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Weg mit mir gehen würdet und meinem Kanal ein
Abo hinterlasst. Ich bedanke mich dann jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Teil vom Orakel wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.